Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Aufgebraucht. Es ist nicht mehr so viel, aber ich möchte trotzdem die Sachen entsorgen und frisch im November starten. Deswegen zeige ich euch die letzten Sachen, die im Oktober leer gegangen sind. Fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe. Tatsächlich, wir haben ja 4 Teile, aber ein Teil war mit mehr ausgemisteten Sachen. Und ja. Fangen wir dann an mit einer Gratisprobe von Ariel Pots. Das sind diese gummierte sozusagen, diese Duftkissen, wie Duftkissen, ne? Wie Shampoo-Kissen oder wie diese Swiss Opal Haarkuren, ne? Also die schmeißt man direkt ins Wäschekammer und ja, dann los geht's. Fand ich gut. Ich fand es schön, dass die solche Sachen verteilen. Die hab ich in meine Briefkasten gefunden. Und ja, hat meine Wäsche sauber gemacht. Ich habe es für weiße Wäsche benutzt und die Wäsche waren sauber und haben gut gerochen. Natürlich, ich tue immer Weichspüler dazu. Und ich werde das nicht wegschmeißen, komplett. Weil hier kann man jetzt gewinnen, ein Jahresvorrat. Ich muss das lesen, was das ist. Vielleicht gewinne ich sogar ein Jahresvorrat Ariel. Wieder leer gegangen, Ceva. Es ist diese bewährt weiß Toilettenpapier, 8 Stück, 3 lagig, mit die Möglichkeit, einen IKEA-Gutschein zu gewinnen. Das habe ich nicht gewonnen, aber ich finde die super. Ich finde Ceva, ja, es ist hochwertiger. Wenn das in Angebot ist, geht. Also die kaufe ich fast nie zum normalen Preis, nur wenn sie in Angebot ist. Man merkt einen Unterschied. Also ich merke einen Unterschied. Was mir sehr gut gefällt als Alternative, ist die Norma Klopapier. Ja, ich weiß, manchmal kann das too much information sein, aber manchmal mag ich das und schätze ich das. Zum Beispiel die liebe Pina von Kanal Pinas Welt hat uns über die Feuchttücher von Müller gesprochen, dass die komplett zerreißen. Also wenn man den Popo wischt, bleibt man mit Schmutz auf dem Finger, weil die zerreißen. Und das finde ich echt super, dass die drüber redet, weil ich möchte so ein Produkt nicht kaufen, ne? Deswegen finde ich auch wichtig, über Klopapier zu reden. Dann ist es leer gegangen. Habe ich die Spülung? Ja, genau. Diese Reihe ist mir leer gegangen. Fast gleichzeitig. Also das Shampoo habe ich noch zweimal ohne diese Spülung benutzt. Es ist die Reihe Isana Pure Locken. Shampoo und Spülung. Meine Haare waren ein bisschen lockiger davon. Aber nicht mega. Na, also gestern nur mit dem Shampoo davon gewaschen. Ich finde nicht, dass das Shampoo Locken macht. Ich finde, dass diese Spülung dafür ein bisschen sorgt. Ich fand es nicht schlecht. Ich muss ehrlich sagen, ich war begeistert von der Pflegewirkung sozusagen. Also das Shampoo war nicht austrocknend und die Spülung war pflegend. Nicht so pflegend als wie die... wie heißt es, die von DM, die Ölreihe, aber nicht schlecht. Ich muss noch diese Reihe von Balea testen, die Lockenreihe. Ich weiß nicht, welche besser sein wird. Wenn nicht, dann könnte das eine Alternative, also so zwischendurch, dass ich das nachkaufe. Schlecht war die nicht. Also ich war mit beide sehr zufrieden. Ich habe viel Schlimmeres erlebt von auch von Isana und auch von Balea. Deswegen mit dieser hier war ich relativ gut, relativ zufrieden. Denk mit Farb- und Schmutzfänger-Tücher. Die kaufe ich mir immer wieder nach. Ich habe eigene Marke von Rossmann, DM, dieser Dr. Beckmann. Ne? Auch ich finde die
tun alle das Gleiche, muss nicht sein. Ich schaue immer, welche im Angebot ist. Wenn ich bei DM bin, dann natürlich, ich schaue pro Stück oder pro 100 Gramm. Ich weiß nicht, wie die pro Stück sind, die, ja, der Preis pro Stück. Und wenn der Preis pro Stück bei dieser günstiger ist oder bei die anderen, dann nehme ich die, die günstiger sind. Ich habe noch welche hier, die muss ich immer haben, weil ich wasche 6 Waschladungen pro Woche mindestens. Und ich habe nicht immer, also ja, ich versuche weiß zu trennen, schwarz zu trennen, aber ich habe nicht so viele rote Sachen oder grüne Sachen oder blaue Sachen, und farbige tue ich zusammen. Also rot, blau, grün, die kommen alle zusammen, und dafür nehme ich solche Tücher. Es ist ein Muss, bei mir ist es ein Muss, sonst geht gar nicht. Leer gegangen, L'Oreal Elvital Fibrology. Ich finde, dass es macht nicht viel, aber ich liebe diesen Duft. Ich habe noch 2 oder 3 Backups hier. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ja, damals, als die rauskam, war ich ein bisschen begeistert davon. Deswegen habe ich mir so viele Backups, als sie aus dem Sortiment gegangen ist, oder die haben die Verpackung geändert, weiß ich nicht mehr. Die waren sehr stark reduziert, für, ich weiß nicht, unter 1 Euro. Dann habe ich mir sehr viele davon gekauft. Ich mag diesen Duft. Ja, sage mal, es macht die Spülung pflegend mit ungefähr 5 bis 10% vielleicht. Ja, hart im... dem es an Dicke mangelt, kann ich nicht bestätigen. Also ich finde, das hilft die Haarkur oder die Spülung ein bisschen, aber dass es so mega, mega Haare macht und dass man einen Mega-Effekt merkt, nein, werde ich aufbrauchen, und auch wenn die noch da erhältlich sind, werde ich nicht nachkaufen. Eine Packung ist leer gegangen von Alta Pharma, 30 Lutschtabletten, Zink und Vitamin C. Ananas-Zitronen-Geschmack finde ich super. Seitdem ich die benutze, sind meine Nägel sehr, 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 sehr stark. Also die brechen nicht mehr so schnell, die splittern sich nicht mehr. Es kann sein, dass ich von diesem Unterlag, ich habe jetzt den... Mikrozell rosa ist das, glaube ich, nicht für starke Nägel, für längere Nägel, ne? So schaut's aus, und das benutze ich jetzt auch momentan auf die Nägel. Es kann sein, dass es davon ist, oder es kann sein, dass es von diesen Zinktabletten ist. Ich weiß es nicht. Ich habe mir die nachgekauft. Ich habe noch 2 Packungen gekauft. Sie kosten nur 99 Cent. Ich weiß nicht, und ich will nicht aufhören damit, weil ich habe Angst, dass meine Nägel kaputt gehen werden, und bis die wieder gut sind, dann dauert es noch, und ja, deswegen, ich mache weiter. Ich weiß nicht, wie lange, weil ich weiß nicht, ob es von dieser Kur ist oder von dieser Tablette. Gestern benutzt Dresdner Essence Winterbad Zimt, Nelke und Orange, war in diesem Wanderpaket, was die liebe Nadine von Kanal Nadels Bunter Welt gestartet hat. Ja, das hat einfach nach Weihnachten gerochen. War sehr, 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 sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ich vermute, ich habe noch ein Backup, also aber diese kleinere Verpackung. Ich bin nicht sicher, aber es kann sein, dass ich das schon habe. Finde ich super für Weihnachten. Na, also es kann auch bei mir im Badezimmer nach Plätzchen riechen. Das ist vollkommen okay. Ich tue jetzt mein Sponge aussortieren. Der, wie heißt du? Real Techniques Sponge. Ich habe ihn nicht mehr gewaschen. Ich weiß nicht, bei manchen Mädels sieht das total zerflattert aus. Bei mir nicht. Und ich benutze ihn seit vielen Monaten. Ja, der hat keinen Riss bei mir, weil ich tue ihm nicht reiben oder so. Ich tue einfach entweder Geschirrspülmittel oder einfach Seife, Cremeseife. Und ich tue ihm richtig da mit anfeuchten und danach unter das Wasser und genauso sauber machen. Also ich tue da nicht damit reiben oder was weiß ich. Und die sehen immer super bei mir aus. Ja, ich habe jetzt ein neues und ja. Endlich habe ich eine Tuchmaske gefunden, die nicht so mega
klebrig ist, weil bei den anderen steht Glycerin auf zweiter Stelle, hier steht Glycerin auf der dritten Stelle. Es kann sein, dass es deswegen ist, weiß ich nicht. Es kann sein oder nicht, aber ich war mit der Maske sehr zufrieden. Es war sehr kühlend. Ihr kennt die bestimmt alle, aber ich habe ein sehr gepflegte, gepflegtes Gesicht gehabt. Meine Haut hat sich sehr gut angefühlt. Es war weich, kühl und nicht klebrig, also ein bisschen nah, weil man hat gemerkt, ja, ich habe etwas auf meine Haut gehabt, aber das war nicht mega klebrig, nicht diesen sticky Gefühl. Also das fand ich echt cool. Echt cool. Und davon werde ich mir bestimmt noch welche kaufen. Fand ich echt gut. Leer gegangen, mein P2 Hands and Nails Extra Strong Nail Polish Remover. Werde ich nicht nachkaufen, weil ich glaube, der ist teurer als das von Essence, was ich aktuell habe. Dieser Strong oder irgendwie etwas fürs Glitzer. Und ja, ich glaube, der kostet 2,95 oder 1,95. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin mit dem von Essence sehr zufrieden. Und ja, den von Essence kann ich bei Rossmann kaufen. Bei DM gehe ich nicht so oft, aber ja, ab und zu. Und deswegen werde ich mir das nicht nachkaufen. Aber der ist sehr gut. Also der entfernt auch Glitzer. Ja, keiner entfernt die so Glitzer weg, aber immerhin. Dann ein EOS Lip Balm ist leer gegangen. Der Mint etwas heißt der. Also das hat sehr, 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 sehr lange bei mir gedauert, um aufzubrauchen. Ich finde die ja so mittel von Qualität her, weil ich finde, die pflegen die Lippen nicht. Die setzen sich nur ab auf die Lippe und machen die ein bisschen weicher, aber irgendwie nicht in die Lippe. Also nur so obendrauf. Ich kann das nicht erklären. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit dieser Pflege. Ich brauche mehr Pflege, weil ich Liquid Lipsticks trage. Ich brauche dann abends ein bisschen mehr Pflege und das ist nicht für mich geeignet. Was ich mag, ist, dass die einen Geschmack haben. Duft, ja, auch ein bisschen. Das stört mich nicht, aber ich mag diesen Geschmack. Was ich komisch fand, ist, dass in meiner so ein Riss war. Also, ja, ich weiß es nicht, nach einem Monat. Dieses Teil benutze ich seit ein halbes Jahr, also das hält. Aber jetzt macht es mir keinen Spaß. Und irgendwann ist so ein Riss und ich bin nicht mit der Nagel reingegangen. Ich weiß nicht. Ja. Würde ich mir das nachkaufen? Nein. Ich bin mit der Isana der blaue und der Repair, ne? Mit so einem Kreuz drauf. Sehr zufrieden. Ich finde die viel, viel pflegender als das hier. Ja, ich kann diese Form, also ich finde die sehr edel, das ist schön, es ist nah, Verpackungsopfer und so, aber muss ich unbedingt haben? Nein, weil was anderes gefällt mir besser, pflegender und so weiter. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Okay, so. Erstmal ist leer gegangen wieder von Lilliputs Badeperlen, diese Sorte hier. Mit Waldbeerduft und ja, das hat künstlich nach Waldbeeren gerochen, aber der junge Mann hat einen Pirat drauf gesehen und das musste sein. Das Wasser war so dunkelblau, so ungefähr diese Farbe, also kein mega, mega leuchtendes Blau. Ja, hat ihm Spaß gemacht, er hat mit Pirat gebadet und deswegen sind wir sehr zufrieden. Dann, so, ich habe mehrere Proben. Ich habe einmal das Advanced Night Repair Serum von Estée Lauder aufgebraucht. Synchronized, was heißt Synchronized Recovery Complex 2. Das habe ich zusammen mit dieser Creme benutzt für die Nacht.
Ja, war 1 Milliliter drinnen. Das hat mir für 2 Anwendungen gereicht. Ich habe tatsächlich etwas gemerkt, weil ich diese Creme auch alleine benutze. Und mit diesem Serum war alles ein bisschen pflegender. Hat sich ein bisschen besser, ein bisschen weicher, ein bisschen schöner angefühlt. Also hat mir sehr gut gefallen. Aber was mir nicht gefällt, ist der Preis. Das ist unglaublich teuer und deswegen. Wenn das als Zugabe gibt zu so einem Kennenlernset oder so, dann gerne und wenn alles sich lohnt, aber sonst würde ich mir nicht nachkaufen. Dann habe ich eine von diesen Mini-Cremes aufgebraucht, 7 Milliliter, die Estée Lauder Revitalizing Supreme Plus Global Anti-Aging Cell Power Cream. Die ist gut für Tag und Nacht. Die habe ich tatsächlich Tag und Nacht benutzt. Eine neue ist in Gebrauch und ich habe noch, also 2 Backups habe ich noch. Ich überlege, ob ich mir solche Sets nachkaufen werde. Ja, ein Set kostet ungefähr 10 Euro. Ich habe es jetzt für 9 Euro noch gesehen. Ja, bei 3 Sets hat man eigentlich eine gratis Augencreme. Ja. Also ungefähr 27 Euro pro Creme für eine Augencreme ist natürlich zu teuer, aber dadurch, dass so ein Tiegel, also so eine Creme für 30 Milliliter ungefähr 60 Euro kostet, dann lohnt es sich. Ob ich mir das nachkaufe, weiß ich nicht. Die Creme ist tatsächlich sehr schön. Es ist so eine Kombi, würde ich sagen, man nimmt halbe Portion Gel und halbe Creme Gel und halbe Portion Creme, normale, und tut mal die vermischen. Genauso sieht das aus. Es ist sehr pflegend, aber das reicht mir für den Abend, für die Nacht. Und es ist mir nicht zu fettig. Die ist nicht fettig. Die ist mir nicht zu fettig für den Tag, dass ich mein Make-up drauf tun kann. Also, das ist. Ich finde die super. Also, wenn ihr diese Sets entdeckt für 10 Euro, kauft ihr, probiert die. Ein Set zumindest lohnt sich, weil ja, man soll im Leben sich auch was gönnen. Und ich finde, das ist eine gute Alternative, was günstiger zu testen für weniger Geld. Also, mit so einem Sachet ist man nicht zufrieden. Aber mit so einem Pot, ja, das hat mir ungefähr eine Woche gereicht. Ja. Ich überlege noch. Diese Tiegel werde ich auf jeden Fall auf die Seite tun. Und ich finde die großartig und ich finde, die sehen auch mega edel. Und wenn man sowas im Badezimmer stehen hat und die Gäste kommen, na, ich habe ein bisschen oder oh. Ja, ich habe vor kurzem im Radio gehört, dass ungefähr 70% oder so von den Gästen, die suchen im Badezimmer, na, wenn die im. Ja, auf Besuch gehen, die schauen, was die Leute da im Badezimmer haben. Und das finde ich, ja, so süß, so zu. Na, Spaß! Na? Oder einfach so. Aber eine sehr tolle Creme. Ich war damit sehr, sehr, sehr zufrieden und die kann man Tag und Nacht nehmen. Also passt perfekt. Und das kommt, jetzt kommen die dekorative Kosmetikartikel, was ich am Ende als ein Produkt zählen werde. Und zwar erstmal habe ich die Shiseido Sheer and Perfect Compact Powder aufgebraucht. Das war die Farbe 100, nee, 120 oder 20 steht hier drauf. 120 oder I20, keine Ahnung. Das war so ein gepresstes Puder hier. Und das habe ich leer gemacht. Hier sind 0,06 Gramm gewesen. Das hat mir für zweimal gereicht. Ja, es war schön. Die Farbe hat mir momentan gut gepasst. Später glaube ich nicht. Es war sehr schön. Also zum Mattieren, zum Setten eigentlich sehr, 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 sehr schön. Aber Shiseido. Was ich noch sagen will, ist, dass sie sehr fein war. Also mega, mega fein. Man hat gar nichts gemerkt, dass da irgendetwas auf die Foundation drauf ist. Also sehr, 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 sehr schönes Produkt, aber mega, mega teuer. Wenn die also das 10 Euro kosten würde, ja, würde ich kaufen. Aber sonst, ich kann mir das nicht leisten. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Essenspuder. Und ja, das zeige ich euch immer wieder nach, wenn ich was aufbrauche und ne? Also,
Dann habe ich das hier aufgebraucht von Estée Lauder. Ich bin so in einer Estée Lauder Trip. Wenn ich was von einer Marke benutzen will, dann hole ich alle meine Proben raus und ich benutze die alle zusammen, dass ich mir auch über die Marke eine Meinung bilde. So, das war der Daywear Multi Protection Antioxidant Sheer Tint Release Moisturizer. Na, das war mit SPF 15, 1,5 Milliliter Probe. Ja, es war sozusagen eine BB-Cream, so eine Art BB-Cream, eine Moisturizer, so eine flüssigere Lotion, die auch pflegend war. Ich schaue meine Uhr, weil ich muss gleich weg in die Arbeit. Es war mir ein Ticken zu dunkel von Farbe her, aber das war nicht das Problem, die war sehr fleckig. Also zum Glück, bevor ich raus aus dem Haus gegangen bin, habe nochmal angeschaut und ich habe hier so voll einen Rand gehabt. Hier ein Rand und hier irgendwo ein Rand und hier irgendwo. Das hat sich so komisch abgesetzt und hat sich irgendwie komisch verblenden lassen, weil die ist so weißlich und dann, wenn man die reibt, wird die, ja, dunkler. Und am Anfang sah die gut aus, aber danach hat die ein bisschen oxidiert und wo man ein bisschen mehr drauf gehabt hat und man hat es nicht gemerkt am Anfang, ist sie viel dunkler geworden und auf gar keinen Fall. Also das, nee. Und ich werde mir auch kein Set kaufen, wo das hier ist, weil ich habe mehr Arbeit damit als mit einer normalen Foundation. Und wenn ich mir eine BB-Cream sozusagen kaufe, dann möchte ich, dass alles schnell geht, dass ich Pflege habe, dass es gut aussieht und so weiter und so fort. Und ich will nicht doppelte Zeit damit verbringen, dass ich das na, schön verteilen kann. Dann habe ich aufgebraucht Lancôme Tint Miracle, Fond de Teint, bla 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 bla. Sieht so aus mit SPF 15 in die Farbe 03 Beige Diaphane. Ein Milliliter war hier. Sehr schön. Also, das war eine schöne Foundation, die habe ich zusammen mit dieser Shiseido Puder benutzt. Das sah super aus. Das sah super aus, aber ich habe eine günstigere Alternative gefunden. Es ist dieser L'Oreal Perfect Match. Und ja, es war eine sehr schöne Foundation, hat sich wie gar nichts angefühlt. Aber das Gleiche kann ich auch drüber diese sagen. Ich habe bis jetzt drei von diesen Proben aufgebraucht. Es ist die gleiche Farbe, 4N Beige. Also ich finde, das sind eigentlich Dupes, also von Effekt her. Die sind nicht mega deckend, also nicht diese cakey, diese maskenhaften Foundation, die lassen die Haut ein bisschen atmen, sozusagen. Nicht mega matt, ein bisschen glowy. Die schauen sehr gut aus, die lassen sich sehr schön verblenden. Ich war mega zufrieden. Das trage ich auch heute und es sieht wunderschön aus, finde ich. Ich bin froh, ich habe auch eine Foundation in groß hier. Eine hellere Foundation. Diese Farbe 4N ist mir ein Ticken. Also das geht noch. Vielleicht für noch 2, 3 Wochen und dann bin ich viel zu weiß dafür. Aber ja, also das würde ich mir das kaufen. Vielleicht, wenn die in ein Set so zum Austesten ist, dann gerne. Also do, so eine Luxusprobe. Unbedingt kaufen würde ich das nicht, weil ich finde, das ist ein sehr gutes Dupe davon. Und ja, muss ich nicht nochmal haben. So, aber es war schön zu testen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, man soll, wenn man die Möglichkeit hat, solche Minisets zu kaufen, dann soll man das auch tun. Hoppala, und ich sehe, da ist noch was drinnen. Uiuiui. Das ist der Estée Lauder New Dimension Shape and Fill Expert Serum. Das war sowas zum Knicken und es ist dann rausgekommen. So schaut es in groß aus. Ja, das habe ich auch zweimal benutzt. Es war ein schöner Serum, aber muss ich nicht nochmal haben. Das sind so verdammt teure Sachen bei Estée Lauder. Ja, hochwertig und oh. Ich bin eigentlich mit, also im Sommer, für den Sommer brauche ich kein Serum eigentlich. Für den Winter ja, weil ich brauche ein bisschen mehr Pflege. Meine Haut wird ein bisschen trocknen durch Lüftung, durch.